Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Feldenkreis im Turnverein Eschersheim. Du benötigst heute eine Matte am Boden, ein großes Handtuch, wie auch in den letzten Stunden, das du zusammenfalten kannst auf die Größe einer Zeitschrift. Das kannst du dir unter den Kopf legen, wenn du das benötigst. Aber versuche nur so viel unter den Kopf zu legen, dass es bequem ist und nicht mehr. Und wenn du das vielleicht schon in den letzten Stunden gemerkt hast, falls du etwas brauchst unter deine Hüfte, dann hol dir vielleicht noch ein weiches Kissen als Unterstützung. Aber stell dich erstmal vor deine Matte oder neben deine Matte. Und spüre, wie du heute stehst. Beobachte, ob du mehr auf dem rechten Fuß stehst, ob mehr Gewicht auf dem rechten Fuß ist oder mehr Gewicht auf dem linken. Und dann spüre auch, wie aufgerichtet deine Wirbelsäule ist. Wo würdest du sagen, ist dein Kopf auf der Wirbelsäule drauf? Ist er weiter vorne oder weiter hinten oder vielleicht zu einer Seite? Wenn jemand ein Lot an deinen Hinterkopf anbringen würde, wo würde das Lot hinfallen? Genau zwischen die Beine oder vielleicht mehr zu einer Seite oder mehr Richtung Zehen, mehr Richtung Ferse. Versuche so ein Bild für dich zu finden, wo dies Lot hinfallen würde. Und wenn du dieses Bild hast, dann komm schön langsam zu deiner Matte und leg dich auf den Rücken. Spüre erstmal, wie du dich heute auf dem Boden abgelegt hast. Welche Bereiche von dir konntest du ganz leicht an den Boden abgeben? Das heißt, wo ist der Kontakt zum Boden ganz klar? Und wo hast du weniger Kontakt zum Boden oder vielleicht sogar gar keinen Kontakt zum Boden? Bei manchen Bereichen ist es auch ganz natürlich, dass kein Kontakt zum Boden ist, wie zum Beispiel hinter dem Nacken. Aber es gibt Bereiche, die von unserem Skelett her möglich wären abzugeben, wo aber noch Haltearbeit geleistet wird, die gar nicht notwendig wäre im Liegen. Vielleicht im Stehen, aber nicht im Liegen. Falls du die Beine noch nicht ausgestreckt hattest, streck sie aus, die Arme neben dich. Und wenn das unangenehm ist mit ausgestreckten Beinen, kannst du sie auch jederzeit aufstellen. Aber wenn es geht, dann lass sie erstmal ausgestreckt und spüre in die Länge deiner Beine. Wie fühlt sich die Länge des rechten Beins an und die Länge des linken Beins? Die Länge des rechten Arms, die Länge des linken Arms. Und wie schwer fühlt sich das linke Bein an im Vergleich zum rechten? Und der linke Arm im Vergleich zum rechten Arm. Wie liegt dein Becken auf? Ist vielleicht eine Seite des Beckens schwerer als die andere? Und wie ist es bei den Schulterblättern?
Sind beide Schulterblätter gleich schwer oder ist eins schwerer als das andere? Und ist das die gleiche Seite, wenn es einen Unterschied gibt, wie beim Becken? Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit die Wirbelsäule lang, Wirbel für Wirbel, und spüre, welche Wirbel haben Kontakt zum Boden und welche keinen. Oder wo kannst du wirklich einzelne Wirbel spüren und wo vielleicht nur mehrere gemeinsam? Und dann spüre, wie der Kopf aufliegt. Wo liegt er auf? Genau hinten, gegenüber von der Nase oder ein bisschen zu einer Seite geneigt, mehr oben, mehr unten. Dann roll deinen Kopf mal ganz langsam und nur so weit es wirklich so weich wie in Butter geht, einmal nach links und dann nach rechts. Und spüre, ist das gleich auf der linken Seite, also von der Qualität her und von der Größe, ist das gleich, wenn du den Kopf nach links rollst und wenn du ihn nach rechts rollst, oder gibt es da einen Unterschied? Und wie stellt sich dieser Unterschied dar? Hast du vielleicht Schmerzen oder wird einfach nur die Bewegung dicker? Und dann lass den Kopf still, stell deine Füße schulterbreit auf, beug die Knie an, stell die Füße schulterbreit auf und versuche eine Position zu finden, wo du keine Haltearbeit für die Knie brauchst, also wo die Knie einfach nicht nach innen kippen und nicht nach außen kippen. Das ist in der Regel dieser Abstand, den man schulterbreit nennt. Und dann kippe dein Becken nach links. Und ich erkläre das mal mit anderen Worten. Du bringst das Gewicht deines Beckens auf die linke Seite. Und zwar ganz langsam hebst du die rechte Seite vom Boden weg. Und dann kommt dein Gewicht ganz langsam auf die linke Seite und dann bringst du es wieder zurück. Du kannst mit dem rechten Fuß in den Boden drücken, dann geht das leichter. Du kannst dir damit helfen. Und dann hebst du nur ein bisschen, also mach keine großen Bewegungen, ein bisschen die rechte Seite des Beckens vom Boden weg. Und dann kommt natürlich das Gewicht auf die linke Seite. Und dann komm wieder zurück. Und achte darauf, dass deine Knie weiterhin zur Zimmerdecke zeigen. Das heißt, die Oberschenkel oder die Beine, die beugen nicht nach links, wenn du das Gewicht des Beckens nach links kippst, sondern die bleiben in der gleichen Position wie am Anfang. Du drückst nur mit dem rechten Fuß ein bisschen in den Boden und hebst damit die rechte Beckenseite vom Boden weg und spüre, dass sich dabei deine ganze rechte Seite verlängert. Und dann kippst du nach links und kommst wieder zurück. Mach das ein paar Mal und achte dabei auch, wie du atmest. Und spüre, wie weit nach oben an der Wirbelsäule, nach oben spürst du diese Bewegung. Geht die bis zum unteren Rücken oder vielleicht sogar bis zu den Brustwirbeln oder bis zum Kopf? Und dann beende diese Bewegung und kippe dein Becken nach rechts. Aber achte auch hier wieder darauf, dass deine Knie weiterhin die gleiche Position zur Zimmerdecke behalten. Nur die linke Seite wird sich diesmal verlängern. Vielleicht kannst du spüren, dass dein linkes Knie dann ein bisschen nach unten geht. Wenn sich die linke Seite verlängert, und das Gewicht auf der rechten Beckenseite ist, geht das Knie so ein bisschen nach unten Richtung unterhalb deiner Füße, aber nicht zur Seite. Und dann kommst du wieder zurück. Spüre auch hier, wie weit nach oben spürst du die Bewegung. Zieht das Becken die Wirbelsäule
mal nach oben auf der rechten Seite gleich wie auf der linken Seite. Und wenn du das nicht mehr weißt, dann kippe mal das Becken zur linken Seite und spüre, wie ist das auf der linken Seite gewesen. Und mach auch diese Bewegungen klein und mach sie langsam. Denn nur wenn du sie wirklich klein und achtsam und langsam machst, kannst du spüren, was alles mitbewegt. Machst du vielleicht Bewegungen, die dafür überhaupt nicht notwendig sind? Kannst du den Kiefer locker lassen? Die Augen entspannt lassen? Und dann mach das auf beiden Seiten wirklich, kipp mal das Becken nach links und dann kipp das Becken nach rechts. Achte auf deine Knie und spüre, was macht der Brustkorb dabei. Vielleicht mit anderen Worten, wenn du dir vorstellst, dein Becken wäre ein Ball, dann rollst du mal diesen Ball, dieses Becken nach links, indem du mit dem rechten Fuß in den Boden drückst, also die Kraft von da kommt. Und dann rollst du diesen Ball, dieses Becken auf die rechte Seite, indem du den linken Fuß in den Boden drückst. Und dann mach diese Bewegung kleiner, aber schneller. Mach sie aber leicht trotzdem, also nur so schnell, wie es für dich angenehm ist, dass sich das leicht anfühlt. Aber spüre, wenn du die Bewegung klein und schnell machst, dass sich die Bewegung in deinen Brustkorb fortpflanzt und sich der Brustkorb vielleicht ein bisschen wie ein Wackelpudding anfühlt. Denk mal mit dieser Idee über deinen Brustkorb nach, wenn du das Becken nach rechts und links kippst oder rollst, wie sich das im Brustkorb anfühlt. Und kannst du ein bisschen nachempfinden, dass sich das anfühlen könnte wie ein Wackelpudding? Und dann lass das sein, streck die Beine aus und ruhe dich einen Moment aus und spüre, wie hast du dich jetzt am Boden abgelegt? Ist das vielleicht anders als am Anfang? Und dann roll dich auf deine linke Seite, zieh die Knie rechtwinklig an. Das heißt, die Oberschenkel bilden einen rechten Winkel zu deinem Oberkörper und die Unterschenkel einen rechten Winkel zu den Oberschenkeln. Den linken Arm kannst du irgendwie vor dich ausstrecken, wo es für dich bequem ist. Und den rechten Arm nimm so um den Kopf, dass dein rechter Oberarm auf deiner rechten Wange ruht. Der rechte Unterarm ist irgendwo auf dem Kopf und die rechte Hand ist in der Nähe deines linken Ohrs. Vielleicht sogar sind die Finger auf dem Ohr. Und dann hebe mit Hilfe deiner rechten Hand den Kopf hoch Richtung Zimmerdecke. Im Feldenkreis heißt diese Richtung seitwärts, weil es ja zu deiner rechten Seite ist. Hebe den Kopf und bring ihn wieder zurück. Und spüre, wenn du den Kopf hebst, fächern sich deine Rippen auf der rechten Seite zusammen. Die kommen näher zueinander. Und die Rippen auf der Unterseite, die kommen auseinander und pressen mehr in den Boden. Kannst du das spüren? Du hebst den Kopf mit Hilfe der rechten Hand. Spür in was deine Rippen machen, auf der rechten und auf der linken Seite, und dann bringst du den Kopf wieder zurück. Kannst du trotzdem die Atmung frei fließen lassen und beobachte dabei parallel, atmest du ein oder atmest du aus, wenn du den Kopf hebst? Probier mal beide Varianten für dich aus. Du hebst den Kopf. Die Rippen auf der rechten Seite gehen zusammen. Stell dir vor, wie so eine Ziehharmonika.
Auf der rechten Seite gehen die Rippen zusammen, auf der linken gehen sie dafür auseinander. Und dann kommt der Kopf wieder zurück. Und die Nase bleibt immer zur linken Seite gerichtet. Also dreh den Kopf nicht Richtung Zimmerdecke, sondern mach diese Bewegung so, dass dein rechtes Ohr ein bisschen näher zu deiner rechten Hüfte kommt. Und dann komm wieder zurück und spüre, will die rechte Hüfte sich dem Kopf entgegen bewegen. Wenn du den Kopf hebst, kommt vielleicht die rechte Beckenseite auch in die Nähe deines rechten Kopfes. Nur in die Nähe. Und dann mach das aktiv, wenn du den Kopf hebst, bring auch die rechte Beckenseite ein bisschen Richtung Kopf. Und dann bringst du Kopf und Becken zurück zur Ausgangsposition. Du schiebst sozusagen die rechte Seite des Brustkorbs fast unter die rechte Beckenseite, so von der Richtung her. Und dann bringst du sie wieder auseinander. Lass die Atmung kommen und gehen. Was macht der Nacken auf der linken Seite? Kannst du spüren, dass sich auch hier die Muskeln im Nacken auf der linken Seite verlängern, wenn du den Kopf hebst, auf der rechten Seite verkürzen und dann wieder gleich lang werden, wenn du den Kopf zurückbringst? Und dann nimm den Arm wieder runter. Roll dich ganz langsam auf den Rücken und spür, wie fühlst du dich jetzt? Wie legst du dich jetzt ab nach diesen paar Bewegungen? Rolle den Kopf ganz langsam zur linken Seite und dann zur rechten Seite und spüre, wie ist jetzt diese Qualität der Bewegung und wie weit kannst du mit dieser guten Qualität den Kopf rollen? Spüre in die Länge deiner linken Seite, das linke Bein, die linke Seite des Rumpfes, den linken Arm, das rechte Bein, die rechte Seite des Rumpfes, der rechte Arm, gibt es da einen Unterschied? Und dann rolle dich auf deine rechte Seite. Bring auch hier wieder, beuge die Knie wieder im rechten Winkel an. Den rechten Arm kannst du irgendwo vor dir ausstrecken, wo es angenehm ist. Bring jetzt den linken Arm so um deinen Kopf, dass die linke Hand in der Nähe deines rechten oder auf dem rechten Ohr ist. Der linke Oberarm ist auf deiner linken Wange. Der linke Unterarm ist auf dem Kopf obendrauf und die linke Hand ist in der Nähe deines rechten Ohres oder auf dem rechten Ohr. Und heb den Kopf mit Hilfe deiner linken Hand Richtung Zimmerdecke, also seitwärts im Fellenkreis. Und dann bringen wieder zurück. Wie ist es auf dieser Seite? Geht das leichter? Kannst du hier vielleicht die Rippen deines Brustkorbes besser spüren oder schlechter? Wir haben in der Regel einen Unterschied auf der linken und rechten Seite. Wir sind vielleicht nicht immer in der Lage, das wahrzunehmen, aber so ganz symmetrisch sind wir in der Regel nicht. Heb den Kopf und spüre, wie sich die Rippen auf der linken Seite des Brustkorbs jetzt wie bei einer Ziehharmonika zusammenziehen und auf der rechten Seite auseinanderkommen. Und spüre auch der Druck der rechten Seite des Brustkorbs im Boden, der wird stärker. Und dann bring den Kopf wieder zurück und spüre, was macht die linke Seite des Beckens.
kommt die dem Kopf entgegen, wenn du den Kopf hebst, automatisch? Oder wenn nicht, dann beim nächsten Mal bring die linke Seite des Beckens zum Kopf, wenn du den Kopf hebst. Gleichzeitig kannst du vielleicht das Becken zum Kopf bringen und dann wieder auseinander. Achte auf deine Atmung. Heb den Kopf nur so weit, wie es angenehm ist. Zieh nicht mit deiner Hand am Kopf. Das kann ein paar Millimeter sein. Und wenn dir das trotzdem unangenehm ist, weil du vielleicht Probleme im Nacken hast, dann mach diese Bewegung nur in deiner Vorstellung. Sei sanft zu dir. Und versuche jetzt mal die Bewegung vom Becken her zu denken. Das heißt, das Becken kommt zum Kopf und der Kopf zum Becken. Die Bewegung wird vom Becken aus gesteuert. Und dann komm ganz langsam wieder in die Rückenlage und spüre, wie du jetzt am Boden liegst. Rolle den Kopf mal nach links und dann nach rechts, ganz langsam und beobachtend. Wenn du den Kopf rollst, wie weit nach unten in der Wirbelsäule spürst du diese Bewegung? Nur bis zum Nacken oder geht das weiter? Und dann rolle dich wieder auf deine linke Seite. Ziehe die Knie rechtwinklig an. Und jetzt hatte ich am Anfang gesagt, die Unterstützung unter dem Kopf, dieses Handtuch, das du auf die Größe einer Zeitschrift zusammengefaltet hast, das kannst du unter deinen Kopf legen, aber versuche hier wirklich nur die Höhe zu wählen, dass es angenehm ist und nicht mehr. Die rechte Seite deines Gesichtes sollte noch parallel zur Zimmerdecke sein. Und der Kopf nicht zu hoch abgelegt sein, weil dann kannst du ihn nicht rollen. Nimm im Zweifel lieber ein bisschen weniger. Und bring jetzt die Arme so vor dich, dass der linke Arm parallel zu deinem Oberschenkel liegt, also senkrecht zu deinem Oberkörper. Streck ihn vor dir aus. Die linke Handrückenseite ist am Boden und bring deinen rechten Arm auf den linken Arm, das heißt die rechte Hand auf die linke Hand, so als würdest du klatschen wollen. Und deine Arme sind somit parallel zu deinen Oberschenkeln zur Seite ausgerichtet, senkrecht zu deinem Oberkörper. Der Kopf liegt so auf deinem Handtuch, dass das linke Ohr drauf ist. Und gleite jetzt mit deiner rechten Hand noch ein bisschen weiter vor dich und dann komm wieder zurück. Stell dir vor, deine Knie wären zusammengeschnürt wie ein Päckchen. Das heißt, die Knie, das Becken bewegt sich nicht. Nur der rechte Arm gleitet ein bisschen vor deinen linken Arm und lass die Hände aufeinander. Heb nicht die Hände weg. Das heißt, deine rechte Handfläche gleitet über die linke Handfläche nach vorne, bis irgendwann vielleicht der linke Handballen in die Nähe der Finger deiner linken Hand kommen, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, vielleicht bis über die Finger, aber mach das nur so weit, es für dich ganz angenehm ist. Und dann kommst du wieder zurück. Die Hand gleitet wieder zurück in die Ausgangsposition, das heißt, bis die Hände übereinander sind. Und kannst du den Kopf mitrollen lassen, wenn du deine Hand nach vorne gleiten lässt, vor dich, rollt der Kopf vielleicht so ein bisschen, dass die Nase mehr Richtung Boden kommt.
Und wenn du mit der Hand zurückleitest, dann kommt auch der Kopf wieder so, dass das linke Ohr auf dem Handtuch liegt. Wenn du gar nichts unter deinem Kopf benötigst, dann kannst du das Handtuch auch weglegen. Schau, was für dich angenehm ist. Wie geht die Atmung? Hast du sie angehalten oder kannst du sie frei fließen lassen? Atmest du aus, wenn du den Arm nach vorne schiebst? Atmest du ein? Wie ist es für dich angenehm? Du merkst, wenn du den Arm nach vorne schiebst, dann geht auch die rechte Schulter ein bisschen nach vorne und zieht vielleicht auch an der Wirbelsäule ein bisschen. Aber versuche, das Becken stillzuhalten und nur den Arm, nur die Schulter geht ein bisschen nach vorne. Lass den Ellbogen ausgestreckt. Das heißt, der ganze gestreckte Arm geht nach vorne vor dich und kommt wieder zurück. Das nennt man im Feldenkreis häufig, verlängere den rechten Arm und dann bring ihn wieder zurück. Verlängere den rechten Arm, das heißt, die Hand, die rechte Hand gleitet über die linke noch ein Stückchen weiter nach vorne, die rechte Schulter kommt vor dich und dann kommt alles wieder zurück. Und dann mach einen kleinen Moment Pause in Seitenlage. Spüre, wie deine Atmung fließt. Und dann verkürze den rechten Arm. Das heißt, gleite mit der rechten Hand so über die linke Hand, dass jetzt die Finger der rechten Hand in die Nähe des linken Handballens kommen. Lass den Ellbogen gestreckt, den ganzen Arm gestreckt, deine rechte Schulter kommt ein bisschen nach hinten und dann kommt alles wieder zurück. Und kannst du auch hier diese Idee behalten, dass dein Becken still bleibt. Nur, die Bewegung geschieht nur aus dem Arm und aus der Schulter. Das heißt, du bringst den rechten Arm so ein bisschen hinter dich, den gestreckten Arm, indem die rechte Hand über die linke Hand gleitet. Das können ein paar Zentimeter sein, es kann auch nur ein paar Millimeter sein. Wichtig ist, dass du diese Idee hast davon, dass der rechte gestreckte Arm so über die linke Hand gleitet, oder Arm und die Hand, die rechte Hand gleitet über die linke Hand, dass die Schulter ein bisschen nach hinten kommt und dann kommt alles wieder zurück. Und dann verbinde die beiden. Das heißt, gleite mit der rechten Hand einmal nach vorne, verlängere den rechten Arm, dann kommst du zurück und gleitest mit der rechten Hand nach hinten, so dass die Schulter nach hinten kommt, verkürze den rechten Arm. Verlängere den rechten Arm, verkürze den rechten Arm. Achte dabei, dass das Becken still bleibt und der Ellbogen gestreckt bleibt. Achte auch auf die Atmung. Und kannst du spüren, was auf der linken Seite des Brustkorbs passiert, dass du so ein bisschen nach vorne und nach hinten rollst auf deiner linken Seite des Brustkorbes am Boden. Und dann mach diese Bewegung kleiner, aber schneller. Kleiner, schneller, aber trotzdem noch leicht. Kannst du trotzdem die Atmung fließen lassen? Und dann roll dich ganz langsam auf den Rücken. Mach einen kleinen Moment Pause und spüre, wie du jetzt am Rücken liegst. Wie schwer ist deine linke Schulter im Vergleich zur rechten? Die linke Beckenseite im Vergleich zur rechten. Wie fühlt sich dein Brustkorb an auf der linken und rechten Seite? Und wie viel Luft hast du zum Atmen links und rechts?
Und dann roll dich wieder auf deine linke Seite, wie vorhin. Bring wieder die Arme in die gleiche Konstellation, also die Handflächen aufeinander, die Arme ausgestreckt, die Knie im rechten Winkel angebeugt. Verlängere jetzt deinen rechten Oberschenkel und achte dabei, dass die Schultern sich nicht bewegen. Das heißt, die Hände bleiben in dieser Position aufeinander, sie gleiten nicht weg voneinander und du verlängerst nur den rechten Oberschenkel ein bisschen und bringst ihn wieder zurück. Und das heißt, vielleicht mit anderen Worten, du gleitest mit dem rechten Oberschenkel über den linken, so dass dein rechtes Knie ein bisschen weiter vor dich kommt als das linke. Und dann kommst du wieder zurück. Lass die Füße übereinander. Nur das Knie kommt ein bisschen nach vorne. Und natürlich verändert sich ja die Länge deines Oberschenkels nicht. Das heißt, das Becken muss auf der rechten Seite ein bisschen nach vorne kommen. Und zusammen mit dem Knie gehen sie ein bisschen nach vorne und dann kommt wieder alles zurück. Achte auf deine Atmung. Gleite mit dem rechten Oberschenkel nach vorne, das heißt verlängere die rechte Seite des Beckens und dann bringen sie wieder zurück. Die rechte Seite des Oberschenkels wollte ich sagen. Das heißt, Knie und Becken kommen ein bisschen weiter vor dich oder vielleicht mit anderen Worten weiter nach links und dann wieder zurück. Und beim nächsten Mal, wenn du zurück bist in der Ausgangsposition, dann verkürze deine rechte Seite des Oberschenkels. Das heißt, du bringst das Knie gleitet, das rechte Knie gleitet auf dem linken Oberschenkel, so dass es ein paar Millimeter weiter nach hinten, weiter nach rechts ist als das linke Knie. Die rechte Beckenseite geht ein bisschen hinter dich. Und dann kommst du zurück und gleitest nach vorne, verlängerst den rechten Oberschenkel. Dann kommst du zurück und verkürzt den rechten Oberschenkel. Achte dabei darauf, dass deine Hände immer noch aufeinander sind, die Schultern also unbewegt bleiben, still bleiben und spüre, was macht dein Brustkorb dabei? Kannst du spüren, dass sich die Rippen so ein bisschen auseinanderziehen müssen, wenn du das Becken nach hinten bewegst? Verbinde diese beiden Bewegungen, geh nach vorne mit dem Oberschenkel, nach hinten mit dem Oberschenkel und dann mach alles kleiner, vielleicht einen halben Millimeter nur, aber schneller. Mach es schneller und kleiner, aber trotzdem leicht, trotzdem mit Atmung. Und dann lass das sein und mach einen kleinen Moment Pause in der Seitenlage. Schieb jetzt wieder oder verlängere wieder deinen rechten Arm nach vorne. Lass das Becken still. Verlängere nur den rechten Arm nach vorne oder verlängere ihn. Das heißt, du schiebst die rechte Hand nach vorne und dann verkürze den rechten Arm. Du schiebst die rechte Hand ein bisschen über die linke Hand nach hinten. Wohin geht's leichter? Geht's leichter nach vorne oder leichter nach hinten? Und geht es, nachdem du jetzt das Becken bewegt hast vorhin, leichter, den Arm nach vorne zu verlängern und zu verkürzen? Und dann roll dich ganz langsam auf den Rücken und spüre, wie du jetzt auf dem Rücken liegst. Vergleiche deine ganze linke Seite mit der ganzen rechten Seite.
Wie fühlt sich die linke Seite des Nackens im Vergleich zur rechten Seite an? Und die linke Gesichtsseite im Vergleich zur rechten? Vielleicht, wenn du die Augen geschlossen hast, öffne sie mal und spüre, gibt es einen Unterschied zwischen dem linken und rechten Auge? Wie weit sich die jetzt öffnen? Das muss nicht sein, das kann sein. Spüre, wie du atmest. Wo kannst du mehr Bewegung im Brustkorb spüren, wenn du atmest? Gibt es einen Unterschied vielleicht auf der rechten und linken Seite? Und dann roll den Kopf wieder mit dieser ganz speziellen Qualität nach links und nach rechts und spüre, hat sich da was verändert in der Qualität, in der Größe der Bewegung? Und dann roll dich ganz langsam auf die rechte Seite. Beuge die Knie im rechten Winkel an. Das heißt, zieh die Knie an. Bringe sie in den rechten Winkel, die Oberschenkel im rechten Winkel zum Oberkörper, die Unterschenkel im rechten Winkel zu den Oberschenkeln. Bring die Arme vor dich, wie auf der anderen Seite, ausgestreckt, sodass die linke Hand jetzt auf der rechten Hand ruht. Handballen auf Handballen, Finger auf Finger. Und verlängere den linken Arm, sodass deine linke Hand über die rechte Hand gleitet, der linke Handballen gleitet, weiter nach vorne bis vielleicht über die Finger. Aber geh auch hier nur so weit, wie es angenehm ist. Und dann gleite wieder zurück. Stelle dir auch hier vor, deine Beine wären wie ein Paket zusammengeschnürt. Das heißt, das Becken bewegt sich überhaupt nicht. Nur der linke Arm verlängert sich und kommt wieder zurück. Die linke Schulter geht natürlich ein bisschen nach vorne und kommt wieder zurück. Wie ist es auf dieser Seite? Geht das leichter oder schwerer als auf der anderen? Achte auf deine Atmung. Achte darauf, ob der Kopf rollt. Kannst du spüren, dass wenn du deinen Arm verlängerst, den linken Arm verlängerst, dann rollt der Kopf so ein bisschen Richtung Boden, die Nase kommt Richtung Boden. Und wenn du wieder zurückkommst, dann ist wieder dein rechtes Ohr am Boden. Verlängere den linken Arm und spüre dabei, was du sonst noch machst. Machst du vielleicht, hast du irgendwo Anspannung, die du gar nicht benötigst, im Bauch, in den Füßen? Gleite nur mit der linken Hand über die rechte, weiter nach vorne und komm wieder zurück und spüre, wie der Kopf rollt. Spüre die Bewegung in der Wirbelsäule. Und beim nächsten Mal, wenn du mit den Händen wieder aufeinander bist, dann gleite mit der linken Hand nach hinten, das heißt über die rechte Hand, sodass deine Finger von der linken Hand irgendwann nur in der Nähe des rechten Handballens sind. Lasse die Ellbogen gestreckt, das heißt, der lange Arm geht nach hinten, die linke Schulter geht nach hinten und dann komm wieder zurück und geh weiter nach vorne
Der Kopf rollt, die Nase geht Richtung Boden, dann kommst du zurück, verkürzt den Arm, kannst du spüren, dass der Kopf jetzt Richtung Zimmerdecke rollt. Das heißt, die Nase geht ein bisschen Richtung Zimmerdecke. Und spüre, was ist leichter für dich, nach vorne zu gehen, also zu verlängern, oder nach hinten zu gehen, zu verkürzen. Gibt es da einen Unterschied? Auch ein Unterschied, wie der Kopf rollt auf dieser Seite im Vergleich zur anderen Seite, wenn du das noch erinnern kannst, wie das war. Kannst du auch spüren, wie du auf der rechten Seite des Brustkorbs ein bisschen nach vorne rollst, ein bisschen nach hinten rollst. Und versuche trotzdem, das Becken stillzuhalten. Nur diese Bewegung in der Schulter, in dem Arm und im Kopf durchzuführen. Und dann mach einen kleinen Moment Pause in Seitenlage. Spüre, wie du atmest. Kannst du vielleicht spüren, wie sich die Rippen auf der rechten Seite ein bisschen mehr in den Boden pressen, wenn du einatmest, und der Druck leichter wird, wenn du ausatmest? Und dann komm wieder, wenn du nicht schon da bist, in diese Konstellation mit den Armen ausgestreckt, die Hände aufeinander, die Knie im rechten Winkel angezogen. Verlängere jetzt den linken Oberschenkel, das heißt, das linke Knie kommt ein bisschen vor das rechte Knie und dann komm wieder zurück. Und lass die Füße aufeinander und auch die Hände aufeinander. Das heißt, die Bewegung passiert nur im Becken. Die Schulter ist still und die Füße bleiben aufeinander. Und du schiebst den linken Oberschenkel ein bisschen nach vorne. Das heißt, die linke Seite des Beckens kommt Millimeter vielleicht auch nur ein bisschen nach links, nach vorne und dann wieder zurück. Und beim nächsten Mal, wenn du wieder in der Ausgangsposition bist, verkürze den linken Oberschenkel. Das heißt, das Becken geht ein bisschen nach hinten. Die linke Seite nur des Beckens geht ein bisschen nach hinten. Und das Knie gleitet ein bisschen über deinen rechten Oberschenkel, dass das Knie vielleicht ein bisschen weiter nach links ist als das rechte Knie. Verbinde diese beiden Bewegungen, das heißt, verlängere einmal den linken Oberschenkel und verkürze ihn dann. Und spüre, wo geht es leichter? Kannst du leichter verlängern oder leichter verkürzen? Wie ist das bei dir? Oder wie ist es heute bei dir? Wie weit die Wirbelsäule nach oben kannst du diese Bewegung spüren? Kannst du vielleicht dir vorstellen, die Wirbel einzeln durchzugehen, wenn du den Oberschenkel verlängerst und verkürzt und in jedem Wirbel einzeln die Bewegung zu spüren? Oder kannst du gewisse Wirbel nur gemeinsam spüren? Wenn du die Bewegung langsam machst, dann kannst du vielleicht besser die einzelnen Wirbel spüren. Und dann mach die Bewegung kleiner, noch kleiner, aber schneller. Und spüre, wie weit nach oben zur Schulter hin spürst du diese Bewegung, und kannst du vielleicht auch den Brustkorb spüren, wie der sich mitbewegt. Vielleicht ein bisschen mit der Idee wie ein Wackelpudding, wenn du den linken Oberschenkel verlängerst und verkürzt. Und dann lass das sein, roll dich auf den Rücken und mach einen kleinen Moment Pause. Spüre, wie fühlt sich jetzt die rechte Seite im Vergleich zur linken an? Die Länge des rechten Beins im Vergleich
zur Länge des linken Beins. Die ganze rechte Seite vom Rumpf im Vergleich zur linken Seite. Der rechte Arm im Vergleich zum linken Arm. Und auch der Nacken rechts und links. Und vielleicht die Augen, das rechte und das linke Auge. Sind die, wenn sie vielleicht unterschiedlich sich angefühlt haben, jetzt angeglichen? Und wie viel Luft hast du zum Atmen auf der rechten und linken Seite? Rolle den Kopf nochmal zur linken Seite und dann zur rechten Seite und spür, hat sich da was verändert? Dann lass den Kopf still, stell die Füße wieder schulterbreit auf. Und wie am Anfang der Lektion kippe das Becken mal zur linken Seite oder rolle das Becken mal zur linken Seite. Bleibe mit den Knien zur Zimmerdecke, kippe nicht auch die Beine nach links, sondern nur das Becken und spüre dabei, wie sich die rechte Seite des Brustkorbs anfühlt, wie sie sich auffächert. Und dann kippe das Becken zur rechten Seite. Geht das jetzt leichter? Gibt es einen Unterschied auf der rechten und linken Seite? Kannst du es leichter zu einer Seite kippen? Oder ist es für dich klarer, wie das Becken rollt auf die linke Seite, als wie es auf die rechte Seite rollt oder umgekehrt? Und dann rolle dich wieder auf deine linke Seite. Bring die Knie wieder im rechten Winkel, angezogen im rechten Winkel zu dir. Den linken Arm, wo es dir bequem ist, ausgestreckt und den rechten Arm bringen wieder so um deinen Kopf herum, wie schon am Anfang der Lektion. Das heißt, der rechte Oberarm liegt auf der rechten Wange, der rechte Unterarm auf dem Kopf und die rechte Hand auf dem linken Ohr oder in der Nähe des linken Ohrs. Und heb wieder mit der rechten Hand deinen Kopf und bring ihn Richtung rechte Seite des Beckens und wieder zurück und spüre, kommt das Becken jetzt automatisch mit? Das heißt, wenn du den Kopf hebst, kommt auch die rechte Beckenseite zu deinem Kopf hin? Und wenn nicht, dann mach das bewusst. Bring den Kopf und das Becken ein bisschen von der Richtung her zusammen und wieder auseinander und bleib mit der Nase nach vorne, das heißt in dieser Ebene, wenn eine Glasscheibe vor dir wäre, würde deine Nase an dieser Glasscheibe langgleiten. Das heißt, das rechte Ohr kommt zur rechten Beckenseite, der Kopf neigt sich seitwärts, sagt man im Feldenkreis, und wieder zurück und spürst du jetzt vielleicht den Brustkorb besser? Kannst du besser spüren, wie die Rippen so zusammenfächern? Zusammenkommen und wenn du wieder zurückkommst, auseinanderkommen, auf der rechten Seite und auf der linken Seite natürlich entgegengesetzt, dann öffnet sich die linke Seite des Brustkorbs, das heißt, die Rippen gehen auseinander, wenn du den Kopf hebst und wieder zusammen, wenn du ihn senkst. Wie fließt die Atmung dabei? Und beim nächsten Mal, wenn du den Kopf hebst und das Becken zu deinem Kopf kommt, heb auch den rechten Fuß vom linken weg gleichzeitig. Das heißt, du hebst den Kopf mit der rechten Hand, die rechte Seite des Beckens kommt
zum Kopf und der Fuß. Die Knie bleiben aufeinander, nur der Fuß hebt sich ein bisschen weg vom unteren Fuß. Und spürst du, wenn du das so machst, dann kommen die Rippen noch ein bisschen besser zueinander auf der rechten Seite und auseinander auf der linken Seite. Du musst den Fuß nur ganz, ganz wenig heben. Wenn es geht, kannst du natürlich höher wegheben, aber mach diese Bewegung auch nur, soweit es ganz leicht geht. Und kannst du auch spüren, dass die linke Nackenseite sich verlängert, wenn du den Kopf hebst und die rechte sich verkürzt dabei gleichzeitig und dass sie wieder gleich lang werden, wenn du zurückkommst. Und dann lass das sein und roll dich auf die andere Seite ganz langsam, auf die rechte Seite und mach diese gleiche Bewegung auf dieser Seite. Das heißt, du ziehst die Knie rechtwinklig an. Du bringst jetzt den linken Arm über den Kopf, sodass der linke Oberarm auf der linken Wange ruht. Der linke Unterarm ist oben auf dem Kopf und die linke Hand ist in der Nähe oder auf dem rechten Ohr. Und heb jetzt den Kopf mit dem linken Arm, mit der linken Hand und bring ihn Richtung linke Seite des Beckens. Das heißt, das linke Ohr kommt Richtung Becken und wieder zurück. Und spüre auch hier, wie sich die Rippen auf der linken Seite zusammenfächern und Richtung linke Seite des Beckens kommen und auf der rechten Seite auseinanderbreiten, auseinanderkommen, auseinanderfächern und auf der linken Seite, auf der rechten Seite, Entschuldigung, jetzt habe ich die Seiten verwechselt, auf der rechten Seite auseinanderkommen und auch die rechte Seite mehr in den Boden presst. Kannst du das spüren? Und beim nächsten Mal, wenn du den Kopf hebst mit Hilfe der linken Hand, lass die Knie aufeinander, aber heb auch den linken Fuß gleichzeitig vom rechten weg und spüre, wie da nochmal ein bisschen mehr die Rippen auf der linken Seite zusammengehen können und auf der rechten Seite auseinander. Und dann bringst du wieder Füße aufeinander, Kopf runter, Becken in die neutrale Position. Dann hebst du wieder den Kopf und den Fuß gleichzeitig und bringst alles wieder zurück. Und beim nächsten Mal, wenn du wieder mit dem Kopf am Boden bist, bleib da. Und heb mal nur den Kopf ohne den Arm. Nimm den Arm weg, heb nur den Kopf, wenn es geht, wenn du Nackenprobleme hast, dann nicht. Aber heb den Kopf und spüre, wie das Becken automatisch zum Kopf sich hinbewegt und die Rippen zueinander kommen. Und wenn der Kopf oben ist, dann lass ihn mal kurz oben und drehe nur mal den Kopf, sodass die Nase ein bisschen Richtung Boden kommt und dann ein bisschen Richtung Zimmerdecke, aber nur ganz wenig und spüre, wie fühlt sich das an. Und dann lass das sein, roll dich ganz langsam auf den Rücken. Und spüre, wie du dich jetzt ablegen kannst am Boden. Stelle noch einmal die Füße auf. Schulterbreit und kippe dein Becken mal auf die linke Seite und dann auf die rechte Seite. Erstmal ganz langsam und spüre, wie weit nach oben Richtung Kopf du diese Bewegung spüren kannst und wie viele Wirbel du einzeln identifizieren kannst in dieser Bewegung.
aber bleib mit den Knien Richtung Zimmerdecke. Kippe nicht die Beine nach rechts und links, sondern nur das Becken nach rechts und nach links. Und dann mach die Bewegung kleiner, aber schneller. Und trotzdem einfach. Und ist es jetzt vielleicht ein bisschen mehr klar oder klarer, dass dein Brustkorb vom Becken mit bewegt wird? Und wenn du das Becken so schnell bewegst, dass der Brustkorb anfängt, so wie ein Wackelpudding oder wie ein Gelee zu wackeln, zu bewegen? Wie fühlt sich das an? Und dann höre damit auf, ist genug, streck die Beine aus, die Arme neben dich. Wie liegst du jetzt am Boden? Im Vergleich zum Anfang der Lektion, hat sich da was verändert? Wie klar ist die Länge des linken Beins für dich und die Länge des rechten Beins? Wie klar liegt dein Becken auf der rechten und linken Seite? Und wie klar kannst du einzelne Wirbel spüren? Welche haben Kontakt zum Boden und wo spürst du keinen oder nur leichten Kontakt zum Boden? Wie liegt das linke Schulterblatt auf und das rechte? Wie klar kannst du sie spüren und wie schwer sind sie? Sind sie gleich schwer zueinander? Und vielleicht, wenn du dich noch erinnern kannst, wie es am Anfang der Lektion war? Wie lang ist dein linker Arm im Vergleich zum rechten? Wo liegt dein Kopf auf? Ist die Position die gleiche wie am Anfang der Lektion? Und dann rolle den Kopf wieder ganz langsam und ganz leicht einmal zur linken Seite, dann zurück und zur rechten Seite und spüre, wie leicht geht das jetzt? Hat sich da was verändert? Rollt der Kopf in einem Bogen? Auf beiden Seiten oder in einer Linie oder auf einer Seite in einem Bogen und auf der anderen in einer Linie. Und dann lass den Kopf auch wieder ruhen, stell die Füße auf und komm ganz langsam über eine Seite, ganz langsam, zum Sitzen und dann ganz langsam zum Stehen. Und stell dich neben deine Matte und spüre, wie stehst du? Würdest du sagen, du stehst mehr auf der rechten oder auf der linken Seite? Vielleicht bringst du mal das Gewicht auf die rechte Seite, ganz auf den rechten Fuß und dann ganz langsam auf den linken Fuß und dann lass das sein und spüre, hat sich das angeglichen? Stehst du mit beiden Füßen gleich schwer am Boden? Tragen beide Füße gleich viel Gewicht von dir? Oder gibt es da einen Unterschied? Und geh auch hier die Wirbelsäule hoch, die einzelnen Wirbel. Wie kannst du sie jetzt in dieser Position im Stehen spüren? Und wo sitzt dein Kopf oben auf der Wirbelsäule? Weiter vorne, weiter hinten, weiter rechts, weiter links. Und
Bring nochmal dieses Bild zurück von diesem Lot, das an deinem Hinterkopf hängt. Wo zeigt dieses Lot hin? Wo fällt es hin? Ist die Position eine andere als am Anfang der Lektion? Ist dein Kopf vielleicht weiter hinten oder weiter in der Mitte? Ausgeglichener? Wie leicht fühlt sich der Kopf an? Wie getragen fühlt er sich von der Wirbelsäule? Von Brustkorb? Vom Becken? Von den Beinen? Und dann mach ein paar Schritte durch den Raum und spüre, wie sitzt dein Kopf auf der Wirbelsäule, wenn du gehst? Wie leicht fühlt er sich an? Wie leicht fühlt sich das Gehen an? Ja, damit ist die Lektion schon wieder zu Ende. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, eine schöne neue Woche und wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Also ihr seht mich vielleicht, ich sehe euch leider nicht. Tschüss.